Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen Abwechslung zum PvP-Gedöns. Und zwar spielen wir eine Runde Survival bei The Division. Und das ist mein absoluter Lieblingsmodus. Und mit Lieblingsmodus meine ich, dass der Typ, der das erfunden hat, geköpft gehört oder erhängt oder wenigstens gefeuert oder so. Und zwar geht es darum, dass man hier auf dieser wunderschönen Korte spawnt, weil der Helikopter abstürzt, in dem man drin hockt. Man hat sich eine Krankheit eingefangen oder einen Bruch oder sowas. Und den muss man dauerhaft behandeln, heißt, man hat eine Stunde Zeit und in dieser Stunde muss man in eine gewisse Zone kommen, die Dark Zone heißt das. Und warte, ihr seht's, es herrscht leicht rieselige Temperaturen. Wir müssen zur Dark Zone kommen, in der Dark Zone können wir dann so ein paar Paketchen sammeln, die wir mitgehen lassen können. Und wenn wir das nicht schaffen, mit dem Helikopter wieder abzuhauen, dann verrecken wir. Ihr seht oben rechts so eine kleine Anzeige. Da, das ist das rote böse Ding mit so einem minus 26 Grad. Das heißt, wir frieren uns die Hacken ab bei dem schönen Wetter. Da kann man jetzt nur auf zwei Arten gegen vorgehen. Einmal, indem man sich an so Tonnen stellt, wie die da zum Beispiel. Oder indem man sich Klamotten sammelt, mit denen man dann ein bisschen länger aushält oder mit denen man einfach irgendwann gar nicht mehr friert. Das kann auch passieren. Ist was Feines. Ist auf jeden Fall total toll, der Modus, und nicht die Bohne frustrierend. Hier sind jetzt in dem Modus noch andere Spieler mit drin. Das können, glaube ich, 15 bis, wenn man Glück hat, auch gar keiner sein. Und die anderen Spieler, die helfen einem nicht im PvP, sondern die hauen einem logischerweise auf die Glocken. Das heißt, mit denen können wir uns auch nicht zusammentun. Ist total toll. Wir haben noch keine Waffe bis jetzt, außer so eine kleine Pistole. Man spawnt nämlich ohne alles. Also es ist quasi ein bisschen wie H1Z1, nur ohne Autos und mit noch mehr Frust. Denn man steckt hier teilweise, keine Ahnung, vielleicht eineinhalb Stunden oder so rein. Und es kann trotzdem sein... Ja, Temperaturabfall. Ja, Hypothermie. Ich weiß. Und es kann trotzdem sein, dass man dann am Ende verreckt und nichts davon hat und alles für die Katz war. Also bei H1Z1 ist am Ende ja eh alles für die Katz, aber hier hast du wenigstens noch die Chance, dass es irgendwas bringt und du... Oh, da drin ist was Feines. Du hast die Chance, dass es irgendwas bringt, dann verreckst du am Ende sowieso. So, und seit der tolle Modus jetzt auch noch ein bisschen lang dauert, versuche ich das so ein bisschen so zu schneiden, damit man nicht vor Langeweile umkommt. Mal gucken, wie ich das nachher mache. Da kümmert sich dann mein anderes Ich drum. Irgendwann später in der Zukunft. So, was haben wir da in dem Beutelchen? Essen und Trinken muss man übrigens auch noch, ne? Also man muss nicht nur die Sepsis behandeln, die man hat, mit Medizin, um das Ganze ein bisschen nach hinten zu verzögern, sondern man muss auch noch Essen und Trinken. Kriegt man das nicht gebacken, dann sieht man diese Kisten, die man looten kann, dann sieht man die auf der Entfernung nicht mehr. Ist also auch total geil. Aber von Essen und Trinken finden wir eigentlich immer genug, das ist nicht so das Problem. So, jetzt haben wir so ein Medikament gefunden, die wir uns reinkloppen können, damit die Sepsis nicht ganz so früh ausbricht. Denn die ist auch mega nervig. Vor allem, wenn du da am Ende stehst und willst dich abholen lassen von dem Helikopter und die Sepsis klopft an die Tür, dann hast du ordentlich Muffensausen. Ist nicht so toll. Eigentlich spiele ich das auch lieber zu zweit, aber ich dachte mir einmal, man kann es ja aufnehmen. Eigentlich streame ich das lieber. Aber man kann es ja einmal aufnehmen, weil Menschen sehen ja bekanntlich echt gerne, wie andere Menschen gequält werden. Jetzt haben wir schon noch Medikits, aber das ist gar kein... pass auf, wir kloppen uns einfach eben eins rein. Bevor sich das hier noch jemand anderes krallt, so nett sind wir dann auch wieder nicht. Man kann sich auch Sachen craften, also bessere Ausrüstung, damit man mehr Schaden macht und bessere Waffen und sowas. Aber dafür muss man erstmal die Einzelteile sammeln, Werkzeuge und so ein Krams. Und das kriegt man alles aus Kisten, also am Anfang. Oh, das ist ein Dude. Dann ist kurz weg. PvE-Gegner gibt es natürlich auch, ne? Also läufst du nicht ohne alles rum. Es gibt auch noch PvE-Gegner. Aber manchmal droppen die was Feines, der hat was Feines gedroppt. Was Feines, das nehmen wir mit. Bei den Farben ist das wie bei allen Rollenspielen. Grün ist so lala und blau ist schon eher aha. Und lila ist und gelb ist yay. Gelb ist das Nonplusultra. Aber davon kriegt man hier in der Zone sowieso noch nichts. Das kommt erst ganz zum Ende. Aber wir müssen erstmal gucken, dass wir überhaupt so weit kommen. Am Anfang ist es eigentlich nur von Tonne zu Tonne gelaufen. Und Sachen gesammelt, bis man... Jetzt komme ich da nicht hoch, oder was? Müssen wir einen anderen Weg suchen. Und von Tonne zu Tonne gelaufen und Sachen gesammelt. Damit man erstmal so die Grundausrüstung zusammenkriegt. Wenn man am Anfang schon stirbt, was bei vielen Leuten gerne passiert, dann ist das wenigstens halb so wild. Erst in der Mitte draufgehen, jetzt frieren wir uns auch noch einen Arsch ab. Erst in der Mitte draufgehen ist ein bisschen ärgerlich. Haben wir da Mineralwasser? Genau das, was wir jetzt brauchen. Obwohl das ja eigentlich schon Wassereis sein müsste bei dem Wetter. So, Werkzeuge. Okay, wir gucken mal, dass wir ein bisschen Zeug zusammenkriegen. Damit wir dann uns auch ein bisschen Action erlauben können. Es gibt hier nämlich auch so ein paar lilane Plätze, an denen nur lilane Gegner rumäumeln. Und wenn man die platt macht, dann ist natürlich die Chance höher, dass man auch was Tolles kriegt und so. Und
Dafür brauchen wir aber eine kleine Mindestvoraussetzung, denn wenn wir da jetzt reingehen, dann lachen die uns aus. Und da haben wir schon wieder so ein paar Prolonauten, die uns Ärger machen wollen. Aber die Roten, die sind alle noch tuffig. Die fallen schnell um, die können wir auch mit unserer roten Waffe, jetzt versteckt er sich auch noch hinter dem Ding da. Die können wir auch mit unserer roten Waffe noch, unserer normalen Waffe noch relativ einfach umkloppen. Hat er wenigstens, nee, die haben natürlich alle keine Waffen, das ist das Blöde. Heißt, wir müssen noch weiter durch die Gegend rennen. Hier, die Törnchen, die kann man übrigens alle selber anmachen. Mit so einem kleinen Flair. Heißt, solange man am Anfang immer eine findet, ist da alles tutti. Die beiden sind ungefähr gleich gut. Man kann die Sachen übrigens, die kann man auch kaputt machen. Das heißt, die Sachen, die man nicht gebrauchen kann, die macht man alle kaputt und daraus baut man sich dann neue Sachen. Also eigentlich finde ich den Modus gar nicht so schlimm. Ich finde den nur total beschissen, weil der einfach beschissen ist. Der ist ein bisschen frustrierend. Und Jammerkind, dass ich bin, weine ich dann natürlich immer, wenn ich sterbe. Nachdem ich da so viel Zeit rein investiert habe, das ist dann immer ein bisschen traurig. Aber man gewöhnt sich ja irgendwann dran. Und ich muss sagen, umso öfter ich den Modus spiele, umso mehr mag ich ihn. Das ist irgendwie so eine Hassliebe. Ich habe mir hinten mal so einen kleinen orangenen Punkt hingesetzt, links am Bildschirm. Da gehen wir jetzt mal hin. Man braucht ja Ziele im Leben. Sonst wird das nichts. Da hinten steht schon wieder einer rum. Das Nette ist, die sehen einen genauso Oh, shit. Lilana, aber der hat nur ein Schild. Das ist nur ein Nahkämpfer. Den sollten wir eigentlich relativ easy... Oh, Kappes, jetzt kommt der Mann näher. Nee. Ja, okay. Das war noch... Der hat auch einen Rucksack. Warum haben die alle nur Rucksäcke hier? Aber das ging ja noch. Das hätte schlimmer ausgehen können. Jetzt erstmal zu dem Ziel. Man muss ein bisschen vorankommen. Und die Dark Zone, die ist sowieso in der Mitte. Das heißt, wir sollten auch gucken, dass wir uns nicht zu abwegig bewegen. Und dass die Zeit auch immer richtig hinkommt. Da sind auch noch Leutchen drin. Aber es gibt wenigstens ein paar gebärbare Gebäude. Gibt es. In denen es dann auch schöne Sachen zum Looten gibt. Heißt, man läuft nicht immer nur draußen auf der Straße rum. Da sieht eh alles gleich aus. Das, was hellblau ist, ist in Klamotten zum Anziehen. Irgendwie treffe ich den Typen nicht. So, jetzt treffe ich ihn. Heißt, man läuft nicht immer draußen auf der Straße rum. Sondern sieht auch drinnen was. Da war ein bisschen Abwechslung von dem ganzen Weiß. So, was hat der denn? Ich habe schon gesehen, das eine, das lohnt sich eh nicht. Das war unter... Das war keine Besserung. Und damit machen wir ein bisschen weniger Schaden. Das machen wir auch lieber kaputt. Ja, die Infektion, ich weiß. So, eine Spritze reingekloppt und die Sache macht erstmal kurz wieder Pause. Alarm. Infektion vorläufig. Genau, Alarm sagt der Typ generell immer. Das ist egal, ob es gut oder schlecht ist, der Mann hat immer einen Alarm. So, mit dem Mineralwasser, das ist auch ganz praktisch. Damit sehen wir nämlich die Sachen, die ein bisschen weiter weg sind. Trotzdem durch die Wände oder so. Sehen wir das gleich irgendwo? Jo, da hinten. Und da ist auch noch was. Hätte ich jetzt gar nicht gesehen ohne das Gesurf. Also, das haben wir aber, glaube ich, schon im Inventar, ne? Deswegen können wir das nicht mitnehmen. Und da ist auch noch was. Elektronik ist immer gut, weil man nicht damit coole Sachen machen kann. So ein Geschützturm. Oder ein Scan-Gerät, mit dem man dann auch Gegner von ein bisschen weiter weg sieht. Deswegen ist das alles was Feines, was man sammelt. Alles, was man sammelt, das hat man erstmal. Also kann man sich nicht beschweren. Und auch wenn man was kriegt, was man eigentlich nicht braucht, was schlechter ist als die eigenen Sachen, kann man das immer noch kaputt machen. Das ist ganz cool, dass man die Klamotten wenigstens wiederverwenden kann. Und wenn man zu zweit spielt, man kann auch in einem Team spawnen, dann kann man die Sachen auch abdrücken und sich teilen. Die meisten Sachen, nicht alles, aber die meisten. Heißt, wenn der eine gerade Stress hat mit der Sepsis oder so oder dem kalt ist, dann kann man dem einfach Klamottchen rüberschieben, die er dann kaputt machen kann und verarbeiten, sich was Neues machen und bla 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 bla. Warte mal, da auf der anderen Seite ist das Ding. Und da hinten sind auch noch überall Klamotten. Jetzt ist nur die Frage, wie wir da hinkommen. Können wir hier durch? Hier können wir durch. Fein. Man muss ja aufpassen, dass man nicht irgendwann in irgendwelche Gegnertrüppchen rennt. Das ist dann eher unsexy. Da haben wir noch ein Wasser. Und da haben wir Werkzeuge, glaube ich. Irgendwann erkennt man die ganzen Klamotten auch, weil die Kisten, in denen die Sachen drin sind, immer gleich aussehen. Da waren die Entwickler besonders kreativ. So, was haben wir denn hier? Eine Bar oder sowas. Eine Bar ist schon mal gut. Oh, der Typ hat uns nicht bemerkt. Okay. Ja, machen wir nicht so eine Randale hier. Hat aber leider auch nichts Tolles dabei. Also am Anfang ist die Priorität echt erstmal Klamotten sammeln und eine schöne Waffe kriegen. Wenn man damit zu viel Zeit verschwendet, durch die Gegend zu rennen, dann hat man irgendwann ein Problem. Denn umso weiter man an die Dark Zone rankommt, desto... Oh, da haben wir eine feine Mütze. Desto schwieriger werden auch die Gegner. Heißt, mit unserer kleinen Popelwaffe kommen wir da nicht besonders weit. So, was haben wir denn da? Mützchen.
Manche Sachen sind auch echt easy peasy zu übersehen, also muss man schauen, dass man da die Döppen aufmacht. Deswegen ist es manchmal auch umso besser, wenn man zu zweit ist, weil der eine dann was sieht, was der andere nicht sieht und so. Und dann kann man sich nachher aufregen, weil der eine was hat, was man selber nicht hat. Das ist ganz, ganz toll. Denn da wird nicht geteilt. Das hier, diese Dinger, das sind übrigens Unterschlupf, in denen man dann reingehen kann und was craften kann. Aber das brauchen wir im Moment noch nicht. Deswegen sparen wir uns die Zeit dafür und rennen erstmal noch ein bisschen dusselig durch die Gegend. Da hinten kommt übrigens gerade Captain Sexappeal angerannt. Also wir müssen ein bisschen aufpassen. Das sind die dicken gelben Typen, die sind böse. Gegen den hätte ich jetzt auch gar keine Chance mit meiner kleinen Pistole hier. Ich muss nur gucken, dass ich den Typen eben irgendwie umgehe. Also die droppen natürlich feine Sachen, ne? Also, der wird bestimmt was Schniekes fallen lassen. Und die Versuchung ist echt groß, aber ich versuche mich mal rechts an dem vorbei zu schleumeln. Geil, jetzt bleibe ich an dem Müllsack hängen. Warte mal, es geht. Das geht. Wie gesagt, manchmal ist das Wetter auch ganz fein zu einem. Manchmal entgeht man damit auch ganz gut fetten Quallen wie dem da hinten. So, wie ihr seht, haben wir uns gerade schon ein paar schöne Klamottchen gesammelt. Wir tragen so einen schnieken weißen Rollpulli. Und ein paar Sachen sammeln wir auch noch ein. Also, ich glaube, wenn wir genug Zeugs haben, um uns eine tolle Waffe zu craften und schnickere Klamotten, damit uns ein bisschen wärmer wird, dann können wir eigentlich schon in die Dark Zone gehen. Und ich glaube, wenn ich einmal da bin, dann werde ich die Phase auch nicht so sehr schneiden, weil das halt die Hauptphase ist, in der die Action dann überhaupt erst richtig abgeht. Das heißt, da gibt es dann auch ein bisschen mehr zu sehen, als so ein blödes Gesammel wie hier. Aber da... Doch, pass auf. Ich zeige einmal ganz kurz die Basis, in der man sich die ganzen Sachen zusammenschnibbeln kann. Und zwar hier, das sieht immer anders aus. Hier haben wir ausnahmsweise mal eins, was nicht ganz so beschissen aussieht. Und wir brauchen auch immer, damit wir überhaupt in die Dark Zone gehen können, brauchen wir so einen einfachen Virusfilter, weil da quasi alles zugeschissen ist. Wenn man da reingeht, dann stirbt man sofort ohne das Ding. Ich glaube, man kommt ohne gar nicht rein. Unseren zusätzlichen Erste-Hilfe-Set machen wir uns auch noch. Damit können wir ein bisschen mehr tragen. So, man kann sich auch die Sachen machen, mit denen ein bisschen wärmer wird. Also verbrutzeln wir jetzt erstmal alles, was wir gerade so gefunden haben, damit das auch was gebracht hat. Das hier ist der Impulsgeber, von dem ich geredet habe, mit dem man Gegner auf die Entfernung sieht. Den nehmen wir natürlich auch mit. Ohne den geht nichts. Der kann manchmal echt Leben retten. Alles andere, eine Waffe habe ich uns jetzt gemacht. Den setzen wir eben ein. Alles andere haben wir soweit. Ich kann da hinten schon ein paar Kollegen hören, die Lust haben, die Waffe mit uns auszuprobieren, die ich gerade gebaut habe. Ist sowieso ganz praktisch, weil ich einmal in den Laden da rein will. Ich glaube, es ist Pharmacy. Da gibt es immer ein bisschen was gegen die Sepsis. Da brauchen wir auf jeden Fall rein. Jo, Hauptsache der Bass fickt. Da drin sind die Restlichen. Die sind übrigens alle so rot umrandet, ne? Weil ich gerade meinen Impuls benutzt habe. Damit die mir alle fein markiert werden. Der Typ ist noch schrotfindet, der ist böse. Ich glaube, das war's aber soweit mit allen. Haben wir. Und der hat was Blaues gedroppt. Ich glaube sogar ein Wäffchen. Vielleicht ist sie sogar besser als die, die wir gerade mitgenommen haben. Das wäre natürlich ein bisschen blöde, weil wir gerade erst gebaut haben. Aber was soll's? Da ist noch was zum Heilen. Wenn ihr irgendwo noch was gegen die Sepsis wäre, das Schlimmste ist eigentlich der Zeitdruck. Wenn man es mal so weit schafft, dass man dann daran abnippelt. Hier piept schon wieder irgendwas ganz böse. Das sieht aber gut aus. Jawollo. So, wir nehmen uns jetzt mal ein paar lilane Schnuffis hier zum Ziel. Ich habe mal so ein Ding markiert. Denkmäler heißen die, glaube ich. Und die Typen rocken auch ein bisschen mehr rein als die anderen normalen roten Fuzzis. Aber mit der Waffe geht es eigentlich ganz gut. 4 Bedrohungen, das ist das Geile an dem Teil. Das zeigt einem sogar noch, wie viele gefährliche Leute in der Nähe sind. Und die 4 Stück stehen da, stehen 3 rum. Das kriegen wir aber hin, denke ich. Irgendwie. Das Blöde ist, wenn man stirbt, dann stirbt man meistens, weil man selber irgendwie Kacke gebaut hat. Deswegen ist es umso fieser, weil man sich ja dann noch eingestehen muss, dass man schlecht drin ist. Und das kann nur ein sehr geringer Teil der Weltbevölkerung. Ich glaube, ich muss mich mal ganz kurz verpieseln. Sonst geht das nicht so geil aus. Munition kann übrigens auch ausgehen. Da müssen wir ein bisschen drauf achten, dass wir ordentlich Zeugs einsammeln von den ganzen toten Leutchen. Die droppen das nämlich auch, aber wenn man damit nicht so gut haushaltet, dann steht man am Ende ein bisschen doof da. Dann müssen wir gucken, dass wir das gebacken kriegen. Wo sind die Leute denn jetzt alle? Es braucht immer ein bisschen, bis man den Impuls wieder benutzen kann, deswegen blinkt das da links so ein bisschen. Aber wo sind sie? Da hinten sind sie. War das nicht gerade erst 4 Stück? Wir haben doch schon welche umgebracht.
Aber da rechts steht auf jeden Fall eine. Wir müssen mal gucken, dass wir die ein bisschen in unsere Richtung bekommen. Die sind natürlich auch nicht vollkommen doof, die NPCs. Ich glaube, da ist rechts irgendjemand. Nee. Oh shit, geht auch um das Auto rum. Eumel. Aber wir hatten zum Glück noch ein Medikit, was wir gerade im Lädchen gefunden haben. Ja, ganz genau. Da ist der Typ. Jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht noch von links erwischt werden. Hm, jetzt durch einen NPC sterben wäre ein bisschen peinlich, durch unsere eigene Bre... Oh, scheiße. Schokoriegel heilen auch mal ein bisschen. Ja, 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 du mich auch. Der muss weg. Drei Agenten verbleiben, das heißt übrigens, dass jemand abgenippelt ist. Von den anderen drei und ich glaube, da zähle ich auch noch dazu, oder? Ich glaube, da zähle ich auch noch dazu, das heißt, zwei Feinde haben wir nur noch. Was quasi gar nichts ist. Am Ende in der Dark Zone wird man immer markiert, wenn jemand versucht abzuhauen im Helikopter. Das heißt, dann sieht man das. Das heißt, dann könnten die einem noch ein bisschen auf den Nerv gehen. Aber das hier haben wir wenigstens gebacken bekommen. Und dafür gibt es eine feine Belohnung. Jo, den Handschuh, den ziehen wir uns direkt an. Da sind nämlich nicht nur die Typen, die was droppen, nicht nur die lilanen Fuzzi, sondern, jo, was gehen die Sepsis? Sondern da stehen auch noch jede Menge Kisten drumherum, die wir alle haben wollen. Hier ist auch noch was. Jo, was zum Anziehen, was uns leider nichts bringt, aber ist egal. Schokoriegel haben wir, glaube ich, schon zu viele. Ja, das brauchen wir ein bisschen, bis wir anmampfen können. Was soll's? Wir wärmen uns mal ganz kurz auf und da, was ist da drin? Auch noch eine Waffe. Ich glaube sogar eine Sniper. Die kann nicht schaden. So, ich habe jetzt ein Pünktchen damit markiert. Da links blinkt schon was, weil das Spiel will, dass wir in die Dark Zone gehen, aber wir wollen das nur noch nicht. Da liegt noch... Was ist jetzt los? Jetzt hänge ich an den Tonnen fest. Hm? Ja, wenn Oskar zurück in die Tonne will, kennt er keinen Badon. Warum komme ich denn jetzt nicht raus? Geht doch. So, hier liegt noch jede Menge Gedö... Oh, noch Typen. Nee, nee, kurz. Nee, nee, nee. Warte, ganz kurz. Oh, shit. Ja, auch die Roten. Wenn du nicht aufpasst, dann geben die dir auch auf den Kopf. Aber hier waren ja nicht mehr als zwei. Aber das Blau wollen wir trotzdem noch haben. Dann glaube ich wieder Handschuhe, aber solche haben wir ja gerade erst eingesammelt. Nahrung. Ich glaube, langsam haben wir echt so einen Luxus, weil wir so viel Zeug eingesammelt haben. Da können wir gleich direkt in die Dark Zone schlüpfen. Und Wasser auch noch. Wie gesagt, Hunger und Wasser ist eigentlich egal. Du kriegst da keinen Schaden von, wenn das leer ist. Du siehst halt die Sachen noch nicht mehr so schön auf die Entfernung. Nee, das wollen wir auch nicht haben. Das ist halt der einzige Nachteil. So, was haben wir da? Auch noch mehr zum Mampfen. Nee, wollen wir alles nicht. Wollen wir alles nicht. Die Tonne müssen wir auch nicht mehr anmachen, weil wir schon bei minus 19 Grad stehen. Das minus 21 Grad ist gerade die aktuelle Temperatur. Das heißt, das geht auch viel langsamer runter. Da sind auch noch ein paar Sympathen. Komm, die nehmen wir auch noch eben mit. Aber mittlerweile, ich würde sagen, wir rocken eigentlich mit der Waffe ganz gut. Es könnte schlimmer sein. Und am Ende kann man sich natürlich auch noch gelbe Waffen bauen. Also es kann auch noch besser werden. Na, mal gucken. Erstmal gucken. Ich bleib ja eh nicht ewig. Ich will ja eh wieder nach Hause. Jetzt die Stadt ruhig haben. Der muss auch noch weg. Na komm. Mach doch nicht so eine Faxen da. Und... weg ist er, okay. Ja, das war natürlich ein schönes Geräusch. So, das Grüne sammeln uns noch ein. Und dann müssen wir vorher auch nochmal in eine Basis gehen und gucken, ob wir irgendwas Cooles bauen, bevor wir da direkt reinlatschen. Hier liegt auch noch jede Menge Zeug rum. Und ein Typ zu dem Zeug, aber das ist nur ein Diener, ne? Ja, nur eine Bedrohung. Na komm, vielleicht bemerkt er uns gar nicht. Oh, oh, da ist ein Spieler gestorben. Leck mich an der Luzi. Das war eine Menge Krams. Da ist ein Spieler gestorben. Genau, wenn die sterben, dort bleibt dann alles da liegen. Heißt, kann man dann aufsammeln. Man sieht die toten Bewusstlosen sogar auf der Map. Das heißt, man kann da immer extra hingehen und sich den ganzen Shit unter den Nagel reißen. Aber wir hatten jetzt einfach nur Glück. Aber wir machen uns auf den Weg. So, alle tollen Sachen sind gebaut. Ja, jetzt geht's ab. Und die Dark Zone, wie gesagt, die wird ungeschnitten, weil es so auch schöner aussieht. Und so. Körpertemperatur sinkt unter den normalen. Ich weiß. Da ist der Eingang ins Wunderland. Kann's kaum erwarten zu sterben. Wir müssen erstmal gucken, was uns hier erwartet, denn manchmal stehen auch schon böse Dudes direkt am Eingang und da müssen wir dann ein bisschen... Ja, ja, ich weiß, immun. Da müssen wir dann ein bisschen vorsichtig vorgehen. So sind wir direkt im Eimer. Also eigentlich
müssen wir nur so schnell wie möglich, genau sowas da, müssen wir so schnell wie möglich finden. Und zwar am besten 6 oder 5 Stück, denn damit hauen wir dann ab. Und dann hat sich das auch gelohnt, denn das sind die Dinger, die man auch danach noch behält. Da sind dann Waffen drin oder so, die ich meistens eh nicht gebrauchen kann. Da steht ein Spieler. Was machst du denn da, kleiner Mann? Hallo? Nee, jetzt bleib... Nee. Oh, Kappes. Da ist er down. Der einzige Spieler, der noch lebt, der einzige andere Typ, der ist genau den gleichen Eingang reingegangen wie ich. Oh scheiße, jetzt hat er... Der konnte sich wiederbeleben, glaube ich. Ich hätte noch umnocken sollen, denn wenn die kriechen können, dann können sie ein Medikit benutzen. Das ist jetzt nicht so geil, vor allem mit den anderen Typen da hinten im Nacken. Wie viele sind denn das? Ach du Scheibe, 4 Stück. Okay, 4 lila, ne, oder gelbe oder so. Ich habe noch diesen kleinen Turret da gebaut übrigens. Ohne den geht gar nichts, der nimmt einem nämlich die Arbeit ein bisschen ab. Schlawiner nicht da hinten rum. Ja, das war noch einfach. Und Putzi! Da ist er down. Das tut mir jetzt ein bisschen leid für den, weil der hat genau den gleichen Weg hinter uns. Wie wir wahrscheinlich. Hinter sich, wie wir wahrscheinlich. Aber ein Arsch voll Klamotten. 2 Agenten verbleibend. Ja, das passiert jetzt leider. Ein anderer ist noch übrig. Dann kann der noch gefährlich werden. Okay. Aber den einen haben wir schon mal ausgeschaltet. Hatte ich auch noch nicht. Nice. Vor allem nicht, dass ich jemanden getötet habe. Eigentlich werde ich immer getötet. Nicht andersrum. Okay, was hätten wir denn? Arsch voll Sachen. Dann noch irgendwas zu trinken und ein paar Schokoriegel. Aber die haben wir selber schon genug. Da können wir gar nicht mehr von tragen. Wo ist jetzt der andere Dude? Da hinten ist der andere Dude. Und da kommt... Ja, nice. Yo. So sagt man Hallo da, wo er herkommt. Nice. Das nehmen wir auch noch. Ich würde sagen... Wir lassen jetzt erstmal einfach da stehen. Denn die brauchen wir nicht. Bevor wir abhauen können, brauchen wir erstmal... Ihr seht diese Lupe da rechts, ne? Die so angenehm blinkt. Bevor wir abhauen können, brauchen wir unser Virus-Statiker-Zeug. Und das ist in der Kiste, die die Lupe da anzeigt. Vorher kommen wir nicht weg. Da ist nämlich ein Bauteil drin, was wir brauchen, um unsere Leuchtpistole zu bauen. Na komm, der Linke hat ja nicht mehr viel. Und ohne die Leuchtpistole werden wir nicht abgeholt. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man zu zweit ist, dann reicht es, wenn eine Leuchtpistole hat oder wenn man zu viert ist. 4 Leute können, glaube ich, maximal mitgenommen werden in dem Helikopter. Aber da wir alleine sind, dürfen wir uns um den ganzen Schrott auch alleine kümmern. So, Wasser und die Medikamente, die können wir ruhig mitnehmen. Oder auch nicht. Aber wir haben noch 40 Minuten Zeit. Das reicht ja wohl. Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Zeit, als ich in die Dark Zone gegangen bin. Wir haben aber auch, das habt ihr natürlich nicht gesehen, weil viel davon rausgeschnitten wurde. Wir haben auch einen Arsch voll Medikamente gefunden und waren sowieso relativ fix dabei. Läuft also eigentlich ganz gut, aber wenn man stirbt, dann stirbt man immer am Ende. Da ist noch eine Kiste. Haben wir schon mal 2 von 4. So, mit Leben sieht es gerade auch nicht so rosig aus und Medikit haben wir auch nicht mehr. Was ist da noch drin? Elektronik. Ab hier ist eigentlich alles, was man findet, schon gelb an den kleinen Teilen. Heißt, damit kann man dann auch die wertvollsten Sachen machen. Ist gerade irgendwie nicht so geil, dass wir nichts mehr zum Heilen haben. Da hinten sind schon wieder 2. Oder sind das... Ne, das sind... Da links stehen auch noch... Ach du... Unter uns links stehen welche, aber die links, die können wir alle ignorieren. Wir müssen sowieso weiter nach rechts zu der Loop. Oder können wir die ignorieren? Können wir die ignorieren? Die stehen da ein bisschen ungünstig eigentlich. Erstmal kurz was süppeln. Ich glaube, wir ignorieren die alle einfach und gehen hier rein. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Das läuft soweit ganz gut. Wir müssen nur noch bis nach da hinten kommen. Die Sachen, die sammelt man eigentlich meistens auf dem Weg zu der Lupe hin. Und dann hat man schon genug und dann kann man sich direkt verpieseln. Nee. Nee. Kappes. Mit einem Lebensbalken, ohne was zu heilen. Ach du Scheiße. Yo, ist gut. Yo. Scheiße. Ich glaube, wir müssen... Wir müssen wieder zurück. Uns wird halt nichts. Hoffentlich rennen wir jetzt nicht in die anderen Typen rein, die da gerade auf der Straße... Oh, shit, Kappes. Die da gerade auf der Straße lang gelaufen sind. Kommen die? Die kommen. 6 Leute. Nice. Ja, da drüben. Aber der ist irgendwie zu blöd, um durch die Tür zu gehen. Aber da links kommt... Da links kommt einer. Wir müssen noch ein paar Sekunden warten, bis unser Geschütz wieder fertig wird. Na, komm. Komm, kleiner Mann. Haben wir den erwischt? Ich glaube, den haben wir erwischt, aber das Ding macht keinen Schaden. Der ist noch ein bisschen betäubt.
Nee, nee, so wird das nichts. Wir verpiesen uns eben fix in unsere Gasse. Ja, das solltest du tun. Ja, komm, mach den Schokoriegel frei. Jetzt geht's wieder. Okay, jetzt sollten wir uns eigentlich heilen. Jo, sehr schön, okay. Das macht die ganze Sache jetzt nur noch halb so uncool. Leute, jetzt haltet mich hier nicht zu lange auf, wenn das geht. Das sind zum Glück nur rote, ne? Eben das kleine Türmchen da vor die Tür gesetzt. Warte mal. Dann fang nicht an zu schreien. Kommt da... Oh, nee! Wieso hat der denn jetzt was davon mitgekommen? Du warst doch da ganz, ganz hinten. Aber der hat eh nichts hinbekommen. Aber deinen Kollegen hast du mitgebracht. Das waren zwei Lilane, die Kerle, die daher gelaufen sind. Ich dachte, die wären auch rot gewesen. Was ein Stress. Aber so ist das in der Dark Zone. Deswegen darf man auch nie in die Dark Zone gehen, weil man nur noch 10 Minuten Zeit hat. Weil, sonst macht das nur noch halb so viel Spaß. Na komm. Da ist er doch, oder? Ne, es ist schon wieder ein roter. Sag mal, wo ploppen die denn alle her? Legt ihr Eier? Oder war das vielleicht einer von denen aus dem Gang? Ne, ne. War auch noch ein roter. Aber das waren noch ganz andere, die da gerade im Gang rumstanden. Und da habe ich jetzt noch mehr Leute angelockt. Oh Mann. Aber solange jetzt nicht alles Ding stürmen, ist alles okay. Und hinter uns haben wir alles geklärt, soweit, denke ich, hoffe ich. Meine ich. Weil wir auch den anderen Typen umgebracht haben. Oh shit. Ja, Kulla auch noch rein. Einen anderen Agent gibt es, meine ich, nur noch. Das heißt, wenn der uns jetzt nicht gleich mobbt. Aber wir haben erstmal Probleme genug. So, das Geschütz macht den ganzen Job, das ist fein. Na komm, der hat nicht mehr so viel. Da geht er, hops. So. Was ist mit deinen ganzen Freunden da hinten? Da steht noch ein Lila, ne? Kommst du? Er kommt. Ja, so sieht's aus. Einfach alles drauf. Dafür, dass unsere Waffe nur blau ist, glaube ich, macht die echt einen feinen Schaden. Gegen die lilanen Typen, meine ich. Da ist noch einer. Leute, wo kommt die alle her? Oder kommen die alle aus dem Untergrund? Hier kann man nämlich noch nach unten gehen. Da wollen wir jetzt aber lieber nicht rein. Ach, da steht er. Hallöchen. So, und ich glaube, dann könnten wir da rechts dann... Oh, Mann. Aber ich mache mich besser als sonst. Eigentlich gehe ich an der... Hä? Wo kommt das denn jetzt her? Oder haben die... Von unten? Nee, die stehen da ganz, ganz, ganz hinten, die Typen, die da unten sind. Käsemuff. Ja, bestimmt. Hier. Nimmst du den da? Hat er Bock? Nee, hat nicht so Bock. Dieses Gekrissel, was man manchmal hört, ne? So wie gerade. Das ist übrigens vollkommen normal. Und ist irgendwie nur dazu da, um hektisch zu machen. Das kommt übrigens dann auch bei den Endgegnern, ne? Es gibt so einen Endgegner quasi, der nochmal gerufen wird. Als ob die ganze Scheiße nicht schon schlimm genug wird, kommt am Ende noch so ein dicker, fetter, gelber Typ, der ihn umbringen will, bevor man dann abgeholt wird. Und das ist dann aber auch das Letzte. Wenn man das geschafft hat, dann hat man es geschafft und ist dann Held der Nation. So, die haben wir alle clear. Da ist noch ein bisschen Stoff zum Mitnehmen. Und, oh, Medikit, sehr gut. Okay, dann können wir jetzt ein bisschen mutiger hier rangehen. Der ist tot. Ich glaube, es hat das Geschütz gemacht, ne? Die gehen sich auch gegenseitig an die Gurgel. Die einzelnen Fraktionen. Das ist auch ganz freundlich. So, da haben wir nichts mehr. Jawohl, damit sind wir alleine. Ein Agent nur noch verbleibend. Der andere ist auch verreckt. Ich glaube, der hat es nicht mal bis in die Dark Zone geschafft. Ich glaube, das hat vor uns nur einer geschafft. Das heißt, wir haben da jetzt erstmal unsere Ruhe. Jetzt sind nur noch die NPCs das Problem. Und dass wir an die Virostatiker drankommen wollen. Da vorne stehen welche. Stehen hinter uns noch irgendwo welche? Ich glaube nicht, aber wir müssen da hinten rechts sowieso her, wenn es vorher keine Gasse gibt, durch die wir flutschen können. Gibt es dann leider keinen anderen Weg. Aber manchmal droppen die auch was Gelbes, dann hat sich das ein bisschen gelohnt. Da ist ein Lieder dabei und hinter uns ist auch noch einer. Ach, die ganze Butze da ist voll mit Leuten. Was nur Eume. Da hinten hat schon mal wieder was Lilanes getroffen. Ich will nichts Lilanes mehr, die Zeit ist vorbei. Ich will was Gelbes zum Mitnehmen.
Damit ich mich. Ey. Damit ich mich hier so schnell wie möglich verpie. Sag mal. Schnuffi. Damit ich mich hier so schnell wie möglich verpieseln kann. So. Das kommt mit. Vielleicht ist es ja trotzdem noch feiner als das, was wir haben. Wie viele gibt es noch? Keine Bedrohung. Okay, sehr schön. Da rechts müssen wir gleich durch. Aber wir sammeln noch eben den Shit ein. Kommst du mit? Da ist noch eine Tupperbox. Schreck mich doch nicht so. Da ist noch eine Tupperbox. Aber nur Müsli-Regel. Egal, die sind in, im Notfall sind die auch ganz schön zum Heilen, falls uns die Medikits ausgehen. Das Paket bist du. Nee, du bist nichts Tolles. Schade. Aber es sollte nicht mehr allzu weit sein, eigentlich bis nach da hinten. Hier ist bestimmt auch wieder nur was, ja, was zum Trinken. Und da ist, glaube ich, auch noch was, ja, was zum Trinken. Brauchen wir gar nicht mehr. Brauchen wir gar nicht mehr. So, da ist auch noch was. Lohnt sich das? Ja, komm, wir machen mal. Man weiß nie, denn das kann in kleinen und in großen Kisten drin sein. Ist es aber... Naja, wem sagst du das? Das kann in kleinen und in großen Kisten drin sein, das, was wir suchen. Die beiden, seid ihr normalos? Nee, aber wir nehmen mal. Gegen zwei kommen wir, glaube ich, an. Sagte er und verreckte. Ja, ist gerade mein kleinstes Problem. Das ist jetzt eigentlich gar kein Problem mehr. So, Riegelchen rein. Entkommen tun wir nicht, ne. Infektionsausbreitung gestoppt. Na, was ist jetzt? Komm. Okay, der ist down. Das war Nummer Uno. Und der zweite hockt irgendwo dahinter. Komm. Komm. Wo ist er? Da. Hä? Ach, da hinten hinter der Tonne hat er sich versteckt. Okay. So was Feines, bitteschön. Jo, das hat gesessen. So, das müsste eigentlich. Yep, das müsste reichen. Ich weiß gar nicht, warum ich das gerade alles gebacken gekriege. Eigentlich, wenn ich das allein versuche, dann hält das nicht lange und ich gehe schon lange vor der Dark Zone drauf, aber irgendwie. Irgendwie ist heute der Tag. Abgesehen von der Sepsis natürlich, aber die ist immer dabei. Die ist immer dabei. So, irgendwo da rechts ist jetzt die Lupe. Ist nur die Frage, wie wir da hinkommen. Da sind auch noch Kerle, die sind sogar direkt am Eingang. Holen wir uns erstmal unser Zeugs ab. So, da kommen wir auch nicht rein. Aber da, da. Na, sieben Stück. Aber die stehen alle da hinten. Ich hoffe. Oh Mann, ich hoffe, wenn wir die jetzt umbringen, ziehen wir nicht den ganzen Pulk von da hinten an. Das wäre nicht so cool. Sonst hocken wir nämlich ein bisschen in der Falle. Und wenn die alle reinstimmen, dann ist es das leider gewesen. Da, bitteschön. Komm. Nee. Ja, ja, das müsste, glaube ich. Das müsste sitzen. So, noch das Geschützchen dahin. Ist ja nur ein Lila, ne? Und der hat sich da noch ordentlich doof hingesetzt. Besser hätte er sie gar nicht machen können. Der ist weg und was. Ich will nichts Lilanes, ich will was Gelbes. Kommen aber, glaube ich, keine anderen. So, das haben wir. Okay, und warte mal. Oh, da ist auch noch was Gelbes. Genau das brauchen wir. Jawohl. Ich glaube, jetzt haben wir schon drei Stück. Ja, drei Stück. Sieht man immer hinten auf unserem Rücken drauf. Und noch Tablettchen. Drei Stück. Okay, aber die anderen kommen nicht. So, jetzt müssen wir gucken. Wir müssen jetzt auf jeden Fall in den Unterschlupf gehen. Damit wir uns da die Signalpistole bauen können. Da ist ein Abholbereich, aber den wollen wir nicht. Wir wollen... Irgendwo da in der Dark Zone 2 sollte noch ein Unterschlupf sein. Wir müssen da sowieso erstmal hin, denn in Dark Zone 2, also im zweiten Gebiet, gibt es ganz viele Abholgebiete. Da gibt es einen kleinen Trick, der uns das Ganze mit dem Abholen und gegen die Endgegner und so ein bisschen einfacher macht. Denn normal schaffe ich das wahrscheinlich eh nicht. Heißt, wir machen es lieber erstmal so. Und gucken, ob das funzt. Im besten Fall finden wir jetzt nochmal eine Box mit Division Tags drin. Dann kann man sich nämlich nochmal daraus tolle Waffen machen. Da sind schon wieder Dudes. Wie viele? Sieben. Nee. Übertreib's doch nicht. Wir schleichen uns hier wieder vorbei. Ich glaube, das ist manchmal echt cleverer, als einfach drauf zu gehen.
Darauf verzichten wir lieber. Es funzt ja soweit ganz gut. Wir müssen es ja nicht noch schlimmer machen. Mal eben die letzte Dose rein. Warte mal, da links liegt auch noch was. Bist du was, was mich glücklich macht? Du bist was, was mich glücklich macht. Okay. Ein Waffenbehälter auch noch. So, zwei Stück noch. Und ich glaube, einer droppt der Endgegner nachher sowieso. Das heißt, das ist auch halb so wild. Wenn wir da jetzt noch mit 5 nachher ins Endgebiet reinlatschen. Oh meine Fresse, so viele Pillen braucht man gar nicht. Also wir brauchen die jedenfalls jetzt nicht mehr. Aber wenn ihr euch vorstellt, dass das mit viel mehr Leuten gespielt werden kann, es spielen heute nicht mehr so viele, dann gibt es natürlich auch nicht für jeden Loot. Was haben wir da? Da haben wir die letzten... Nee, doch nicht. Schade. Schade. Da gibt es natürlich viel mehr Leute dann und... da muss man ein bisschen länger suchen, damit man was kriegt, was man will. Und da ist die Sepsis auch ein größeres Problem. Da haben wir noch ein Kistchen, aber das sind alles nur Waffenteile. Ich brauche die Division-Tech-Dinger. Um da gut bei rumzukommen, denn ich glaube, für den Endgegner ist unsere Waffe ein bisschen zu graupig. Nee, da sind auch keine drin. Dafür ist unsere Waffe ein bisschen zu graupig. Die hat uns zwar bis jetzt gute Dienste geleistet, aber ich glaube, dann ist vorbei. Haben wir hier noch irgendwo welche? 14! Es wird ja immer besser, aber die sind alle hinter uns. Und rechts von uns. Und ein gelber. Also zwei gelbe oder so, auch noch rechts von uns. Gibt nämlich auch so Mini-Endgegner, die haben sogar einen eigenen Namen und sowas. Oh, die sind dann immer gelb und die sind auch böse. Ich glaube, wir latschen jetzt gerade genau den Weg zurück, den wir gekommen sind, oder? Jetzt sind wir doch gerade erst durchgerannt. Und haben gegen die Typen gekämpft. Aber das ist, glaube ich, immer Zufall, wie die Dinger positioniert werden, die Division Tags. Die Lupe, ne? Also hier deine Virustatika, die du dir abholen musst. Heißt, es kann sein, dass man dann mal mehr, mal weniger laufen muss. Aber ohne die geht's leider nicht. Hier sind auch keine Dudes mehr. Ich suche die ganze Zeit ein bisschen in den Gassen rum, weil ich die Division Tags will. Auch wenn die ein bisschen selten sind. Sonst müssen wir es so versuchen. Und wir haben ja auch nur eine Waffe. Da ist das Abholgebiet. Und das fängt schon wieder so an zu krisseln. Dieses nervöse Krisseln geht auch nachher los, wenn der Endgegner kommt. Ist total toll. Macht überhaupt nicht nervös. Könnte man fast so einschlafen. So, und hier benutzen wir nachher unsere Signalpistole. Ja. Hier benutzen wir die nachher und dann müssen wir glaube ich 3 Minuten warten und in der Zeit kommt der böse Typ. Ja, ja, ich weiß, die müssen wir erstmal bauen. Ich weiß. So, aber hier geht's schon wieder runter und irgendwo da müsste nach der Unterschlupf sein, in dem wir unseren Shit bauen können. Wo ist er denn? Irgendwo da. Genau da oben ist er, okay. Und wenn wir das geschafft haben, dann so schnell wie möglich zurück. Oh ne, jetzt setzen wir nicht noch mehr Typen, aber die sind nur rot, ne? Die sind nur rot. Jetzt setzen wir nicht noch mehr böse Typen auf den Weg, aber es sind nur 6. Das läuft. Ja, ich weiß. Die Pillen, die halten irgendwie immer nur eine Minute oder so. Es geht total schnell, bis da dann die Sepsis wieder startet. Okay, da ist der Unterschlupf. Sind aber keine Typen mehr auf dem Weg, oder? Haben wir vielleicht irgendwo Division Tech? Division Tech? Irgendjemand? Ne, die sind alle rot. Die sind rot, die droppen auch nicht so den geilen Shit. Da hinten ist der Eingang. Okay, jetzt wird erstmal fleißig gebastelt, würde ich sagen. Das kann... Naja. So toll ist es auch wieder nicht. Die beiden können auch noch weg. Ich glaube, die sind nicht fies, oder? Ne, die sind nicht fies. Guck mal, die hauen sich gegenseitig auf die Ome. Sehr schön. Können wir einfach kurz dazwischen schnipsen, das geht ja. Die mögen sie nämlich nicht so. Dann tötet ihr doch jetzt nochmal den da, oder ich mach das eben. So, läuft. Noch ein paar Waffenteile, auch wenn die jetzt nicht mehr so viel bringen. Ja, es geht los. Da, bitteschön. Oh, was hat der? Ah, noch mehr Medikamente. Komm. Yo, der ist down. Ist, glaube ich, nur noch einer da. Aber Division Tags haben die ja auch nirgendwo. Ja, mach ja nicht. Mach nicht so einen Stress. Das war das Geschütz. Weiß ich nicht. Ein bisschen geht noch. Wir haben auch noch ein bisschen Munition. Ein bisschen kann ich noch.
Komm. Jo, der ist weg. Okay. Hier ist wahrscheinlich auch nur noch mehr zum Mampfen. Okay, ein bisschen Munition. Munition könnte echt knapp werden bei den 300 irgendwas, die wir dann noch haben, wenn wir auf dem Weg noch ein paar Gegner finden. Und dann der Endgegner, der schluckt, glaube ich, eine Menge. Das könnte ein bisschen fies werden. Hier irgendwo noch eine seltene Box. Seltene Box irgendwo, seltene Box. Keine seltene Box. Hier irgendwo eine seltene Box. Keine seltene Box. Okay, ich glaube, wenn wir jetzt keinen Bock haben, wieder zum Arsch der Welt zu laufen, etwas trinken, dann sehen wir die auf die Entfernung besser. Wenn wir keinen Bock haben, jetzt bis zum Arsch der Welt zu laufen, dann müssen wir das mit der Waffe machen, die wir gerade haben. Das gefällt mir zwar auch nicht so dolle, aber das kriegen wir schon hin. So, jetzt rein in die warme Bude. Und erstmal einen Kakao schlürfen. Und Müsli-Riegel mitnehmen. So. Sehr fein sieht's ja aus. Also wir bauen jetzt erstmal, ich glaube, das kann ich auch wieder überspringen, weil das eh nicht so der Hit ist. Wir verschrotten jetzt erstmal die ganzen Waffen, die wir haben und bauen uns ein paar schöne Klamotten und die Signalpistole natürlich. Mit den Klamotten machen wir dann ein bisschen mehr Schaden, auch wenn wir keine allzu dolle Waffe haben. Aber das kriegen wir schon gebacken. Hoffentlich irgendwie. So, aufi baufi, wir haben uns jetzt alles gebaut, was wir uns bauen können. Ein bisschen coolere Klamotten, damit wir auch ordentlich Schaden machen. Nur die Waffe ist für den Arsch, aber weiß ich nicht, müssen wir improvisieren oder so oder weglaufen, man weiß es nicht. Ja, ich weiß. Alarm, Alarm, immer Alarm. Okay, da hinten ist die Abholzone. Wir nehmen auf jeden Fall die. Jemand anderes kann es ja nicht mehr in die Quere kommen. Wir nehmen auf jeden Fall die Abholzone. Da links sind drei böse Typen. Aber das läuft jetzt nach einem bestimmten Schema. Mal gucken. Obwohl, nee, können wir knicken, können wir knicken. Mein super geiler Plan, der haut ja gar nicht hin. Ich hatte eigentlich den Plan, mir einen Sniper zu bauen. Und dann kann man aufs andere Dach gehen und den Typen umbringen. Und der hat nicht ganz so viel zu melden. Und die Sniper, die man sich mit diesem Division-Tag bauen kann, die ist der geilste Rotz. Aber den Plan kann ich jetzt knicken. Das heißt, wir müssen es jetzt legit machen. Und legit kann ich mal so gar nicht. Das heißt, wir müssen den Kerl jetzt normal umbringen. Wir haben noch 325 Schuss. Geil. Haben wir vorher noch einen Schokoriegel? Nee, natürlich nicht. Okay. Ich habe auch für drei Medikits gesorgt. Das heißt, es sollte da kein Problem sein. Die werden wir wahrscheinlich alle in den ersten 30 Sekunden verbraten. Der Typ, der haut ordentlich rein. So. Dann komm mal her, du Pflaume. Ja, schön. Schön, schön, schön. So, wo spawnt denn der Sack? Ich gehe mal lieber hier in der... genau da spawnt der Typ natürlich, wo auch sonst. Da wollte ich eigentlich in Deckung gehen. Das funzt immer ganz gut, weil da unten so ein Parkhaus ist. Und dass man dann flüchten kann. Ja, das ist natürlich geil. Oh, scheiße. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Nee, nee, das wird schon. Das wird schon. Bestimmt. Vier Typen. Ja, die vier anderen, die der da scannt, die sind eigentlich egal. Die kommen eh nicht hin. Aber der mit dem Fuchssymbol oder was das ist? Der mit dem gelben Symbol über seiner Birne, das ist der Böse. Also böse sind die alle, aber der ist halt besonders böse. Scheiße, 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 scheiße. Und einfach reinrennen geht da... Nee, jetzt lass das doch mal. Nee. Und einfach reinrennen geht da gar nicht. Pass auf, ich... Ja, das ist ja super geil platziert da, das Ding. Direkt vor die Wand gesetzt. Es läuft wieder. Wir dürfen jetzt nicht zu viel Munition verballern. So, das ist natürlich alles nicht nervig genug, ne? Der macht nicht nur viel Schaden. Der heilt sich auch noch selber, was voll toll ist. Denn selbst wenn man sich freut, weil man denkt, Mensch, ich habe die Hälfte an Schaden gemacht, so wie wir jetzt, dann heilt er sich. Voll geil. Voll geil. Nee. Deckung. Also wenn wir jetzt einmal ausgenockt werden, könnten wir uns mit dem Medikit sogar noch selber wieder aufheben. Bevor er uns abknallt. Wenn wir kein Medikit mehr haben, dann ist Holland in Not. Dann können wir uns auch nicht mehr selber aufheben. Dann liegen wir da doof rum, so wie der andere tote Typ vorhin. Und dann war es das. Und das, obwohl wir es soweit geschafft haben. Das wäre ein bisschen peinlich als Ende. Das muss eigentlich nicht sein. Meine Fresse. So, und die Schüsse werden auch nicht mehr, die wir haben. Ja, nimmst du mal den da? Komm, 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 komm. Nee, komm. Das war knapp. Komm, komm, das ist doch nicht mehr viel. Wir haben jetzt kein Medikit mehr. Komm, 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 komm. Jawohl. Da geht er down. So, und das letzte gelbe Ding noch. Ich glaube, haben wir jetzt eigentlich...
Wir haben 5 von 6. Ja, ist egal. Ist egal, 5 von 6 sind mir auch genug. Jetzt müssen wir noch 40 Sekunden lang erwarten, bevor das Ding kommt. Aber in den 40 Sekunden passiert auch nichts Schlimmes mehr. Alter Falter, und das mit unserer graupigen Waffe, ohne eine zweite Waffe und mit kaum Munition. Wir haben noch 44 übrig und 57 Magazin. Leck mir die Poperze. Das war fein. Das war fein. Da wird sich die Nachwelt freuen. Sehr toll. Ja, das war der Survival-Modus. Ich wollte das nur einmal aufnehmen, weil es schon recht aufwendig ist. Und das Herzinfarkt garantiert. Werde ich das, glaube ich, auch nicht. Also ich werde sowas nicht nochmal hochladen. Streamen werde ich das wahrscheinlich öfter. Aber nur einmal so, damit man ein bisschen Abwechslung hat im PvP-Gedöns. Da tut das ganz gut. Und ich glaube, die Folge wird auch arschlang. Selbst wenn ich sie geschnitten habe, ist es bestimmt noch eine Dreiviertelstunde, die übrig ist. Und insgesamt über eine Stunde. Also kannst du dir vorstellen, wie geil das ist, wenn man hier verreckt. Da kann man seine Zeit auch besser aus dem Fenster schmeißen. So, mach die Tür auf. Ich will nach Hause. Ja, 30 Sekunden ist mir erstmal einsteigen. Oma muss erstmal reinkommen. So, fein. Geschafft, Einsatz abgeschlossen. Fein. Sehr schön. So, also ich sage, falls überhaupt irgendein Mensch bis zu dieser Stelle zugeguckt hat, meine Buchse ist voll. Bis dann. Und zur nächsten Folge vom PvP-Gedöns. Tüdelü. Hey, lady, hey, lady, Billy, lady, Billy, lady, hey.